So YouTube, was geht ab? Mein Name ist Matt Recon und ich möchte mit euch heute mal die neue Stadt erkunden, die wir seit dem letzten Patch erhalten haben. Fragt mich nicht, wie man das hier ausspricht, vielleicht gibt es ja jemanden, der das weiß. Also ich habe es noch nicht rausgefunden. Vorgestern gab es ja einen neuen Patch und da gab es unter anderem neue Waffen und neue Items und natürlich auch diese wunderschöne neue Stadt hier. Wir befinden uns ganz im Nordwesten. Nee, im Nordosten, Quatsch, im Nordosten. Im Nordwesten ist ja dieses bekannte große Airfield. Und wir sind heute im Nordosten, das ist genau auf der anderen Seite quasi, über dem kleinen Airfield in Berenzino, wenn ich mich nicht irre. Und ja, nicht viel hier rumquatschen, wir gehen einfach mal los. Ich laufe ein bisschen langsamer, weil ich noch meine M4 am Start habe und die neue Ruger 22, wenn ihr das seht. Ich habe noch kleine Munition, sonst würde ich euch das mal zeigen. Aber... ja, vielleicht finden wir ja hier in dem Ort, es soll wohl, soweit ich weiß und was ich gelesen habe, ein absolutes Loot-Paradies sein. Wir finden hier mehrere Klavierhäuser, wir haben hier eine Feuerwehr, wir haben hier einen Supermarkt, wir haben Essenshäuser. Ich weiß ja nicht, vielleicht unter den ganz hartgesottenen wissen ganz genau schon, was ich für ein Haus hier meine. Wir gehen einfach mal rein, da wird sich eine ganze Menge Essen drin befinden. Ich habe auch versucht, einen Server rauszufinden, der noch nicht so gelootet ist und schaut mal, wir haben gleich Glück. Ihr seht ja hier, was hier alles rumliegt. Die Gebäude, die sind farblich hinten zu dunkel. Ihr seht ja, vielleicht kennt ihr die Gebäude aus anderen Städten. Und die sind halt vorne so, dieses gelb-bläuliche zeichnet sich hier so ab. Ich glaube, der Fluppi von den Supersuchtis hat auch schon mal ein Video drüber gemacht. Schaut es euch mal an, wenn er jetzt bei mir nicht ganz so hinterhergeht, wenn er nicht versteht, was ich meine. Der Fluppi hat das gut erklärt, aber ich denke mal, wenn ich sage, dass es hinten so dunkel ist und vorne so gelblich-bläulich mit den blauen Fenstern, denn... wisst ihr schon, wie ich das ungefähr meine. Und ja, wir gehen einfach mal weiter. Ich glaube, es gibt teilweise auch sogar schon neue Gebäude, komplett neu implementierte Gebäude, die wir so in keiner Stadt woanders jetzt so haben. Mal gucken, ob wir so eins finden hier. Die sind ja relativ bekannt hier. Ich glaube, von der Größe her ist die City oder die neue Stadt hier, ich würde mal sagen, klein bis mittelgroß. Also das ist nicht... ist jetzt nicht zu vergleichen mit Tscherno oder mit Elektro. Das ist relativ klein. Aber wie gesagt, ein Loot-Paradies vom Allerfeinsten. Ich bin jetzt auch mal gewillt, hier so frei über die Straße zu laufen, ohne mir hier einen Kopf zu machen. Ich denke mal, ich kann ja mal kurz gucken. Wir haben ja bloß ein paar Mannequin auf dem Server. Ich meine, treffen können wir immer jemanden. Und ich denke mal, wenn sich das hier rumspricht und wenn sich das hier publik gemacht hat, dann wird die Stadt auch öfter besucht sein. Warum die Tür jetzt offen ist? Na gut. Ich musste natürlich meine Grafikeinstellung extrem weit runterschrauben. Also wenn ihr jetzt, wenn ihr Grafikhuren seid und darauf viel Wert legt, ich kann leider noch nicht mehr bieten im Moment, weil ja mein Rechner es einfach nicht mitmacht und deswegen hoffe ich, dass wir das auch so hier hinkriegen. Und ihr seht es ja, Feuerwehr, so wie man es kennt, mittendrin. Das ist schon sehr beeindruckend. Also wenn hier mal ein paar Leute sich aufhalten sollten, dürfte das relativ interessant werden, wenn wir hier mal ein bisschen rumfighten und so. Ja, wie gesagt, Loot brauchen wir ja nicht so viel. Ich zeige euch jetzt bloß mal kurz hier, wie das alles abgeht. Aber wisst ihr was, wir könnten ja mal... nee, könnten wir nicht. Doch, könnten wir doch. Also ich beschwere mich ja immer bei vielen Videos, wenn er irgendwas rumtrinkt, dass er das nicht zeigt. Wir machen das jetzt einfach mal. Wir legen mal das M4 weg. Und nimm mal die Sports da in der Hand. Wir können uns ja die Sports da mal kurz angucken. Ihr seht ja, sie hat starke Ähnlichkeit mit der SKS, so ein bisschen. Ja. Soll wohl von der Effektivität und von der Durchschlagskraft jetzt nicht ganz so stark sein. Ich meine, 22er Kugeln oder Rounds, die sind jetzt nicht ganz so stark, wie man das kennt, vielleicht von der 5,56, von der M4 und so weiter. Ja, schon eine relativ schwache Waffe. Ich sag mal, für Zombies und für ja einen kurzen Fight zum Anfang dürfte sie noch ausreichen. Ansonsten, ja, was soll man da noch gut zu sagen? Sie ist eigentlich überall zu finden, so gut. Ich habe sie jetzt zum Beispiel in der neuen Polizeistation gefunden, die wir jetzt diese implementiert haben in den Städten jetzt teilweise. Und ich glaube auch neue... lol, da ist ein Bug, ein Grafikbug, seht ihr das? Ich habe irgendwie keinen Griff dran, aber ist auch egal. Diese großen Loot-Gebäude hier, wo immer irgendwie Essen drin ist oder Zeugs, haben wir hier natürlich auch. Und ich habe es vorhin angesprochen, neue Gebäude. Hier haben wir zum Beispiel ein ganz neues Haus. Ihr seht ja, das
ist jetzt relativ neu. Hier sind auch die Türen offen, was mich schon wieder ein bisschen stutzig macht. Also wenn wir hier ihn treffen oder wenn wir sogar im schlimmsten Fall sterben sollten, dann hoffe ich, ihr habt trotzdem ein bisschen was gesehen. Guck mal, hier können wir sogar hochgehen. Das ist so eine Art, ja, würde man sagen, so ein kleines Restaurant, ja, so eine kleine Bar oder sowas. Und ich gehe jetzt einfach mal hier weiter. Guck mal, hier haben wir schon jetzt ein Klavierhaus. Ich habe mich natürlich so ein bisschen schlau gemacht und habe rausgefunden, dass es ja insgesamt drei sind. Ich habe es ja anfangs schon mal gesagt. Wir können ja mal kurz reingehen, dass er mir auch glaubt, dass ich hier irgendeine Kacke erzähle. Ihr seht es halt voll ohne Ende. Wenn irgendjemand mal das Glück hat und oben Richtung Berenzino, also nordöstlich irgendwo spawnt, geht auf jeden Fall in die Stadt. Es wird sich mehr als lohnen. Ja, Klavierhäuser, Feuerwehr, Garagen, en masse. Und ja, es ist einfach ein Loot-Paradies. Ich wollte es selber nicht glauben, aber jetzt, wo ich es mal selber sehe, ich bin übrigens zum ersten Mal heute hier, also das ist für mich genauso Premiere. Ich laufe auch deswegen noch ein bisschen verplant hier rum. Ich habe ja vom Supermarkt gesprochen und da ist er auch schon. Und ihr seht es ja, ja, kurze Brainstorming, das Gebäude hatten wir eben schon mal. Ja. Mein Foodhaus. Hinten dunkel, vorne gelblich-blau. Immer schön merken. Findet einfach selber raus, findet hier selber hin. Ich gebe nur so einen Tipp, Berenzino Airfield oben. Einfach mal ein bisschen nördlich laufen, dann dürftet da direkt drauf zukommen. Wie gesagt, guckt euch die Stadt an. Es lohnt sich, alle Male hier hochzukommen. Und ich hoffe, ich habe euch einen kleinen Eindruck damit verschafft. Bis dahin sehen wir uns irgendwann mal auf dem Schlachtfeld. Ist jetzt nicht so zu sagen. Also ich denke mal, wir sehen uns irgendwann mal auf dem Airfield. und wie da dann unser Treffen ausgeht, das überlassen wir den Sternen. Bis dahin wünsche ich euch weiterhin viel Spaß bei meinen Videos. Wollte ich schon bei euren Videos. Hätte auch geklappt, war. Bei meinen Videos. Ich bin der Metal Recon. Und ich wünsche euch einen schönen Tag, haut da rein, bis denn, ciao.